Tada! Schlucker! Und hi zusammen. Hallo. Und herzlich willkommen auf meinem Channel. Wir waren heute shoppen und falls ihr sehen wollt, wie das Shoppen so war und was wir dort so Lustiges erlebt haben, das haben wir für euch in einem Video zusammengefasst, welches ihr auf Dynamites Live sehen könnt. Das ist nämlich mein oder unser Zweit-Channel. Den Kanal findet ihr unten in der Infobox. Also dort haben wir auch ein Video dazu hochgeladen. Ich fange an. Also heute zeigen wir euch, was wir gekauft haben. Wir haben jetzt neuerdings ein Pull & Bear in Oberhausen im Zentrum, was mich total gefreut hat, denn das habe ich bislang nur in London gesehen und selbst da habe ich leider nichts kaufen können, weil ich den Laden nicht gefunden habe. Das hier ist die Tüte. Oh, die Tüte so cool. Welcher Laden hat schon eine hellblaue Tüte? Ja. In dem Vlog auf Dynamites Live könnt ihr auch sehen, was wir noch alles angezogen haben. Und ich könnte mir so in den Arsch beißen, dass ich die Sachen nicht gekauft habe, weil die Sachen waren echt schön. Weil er nämlich, er meinte nämlich, dass es so nichts sagen. Die Sachen sind voll schön. Genau, er schießt wieder auf mich. Auf jeden Fall den Channel abchecken und unbedingt abonnieren, wenn ihr mehr Alltagsvlogs von uns sehen wollt, denn dort kommen eigentlich alle 2 bis 3 Tage immer regelmäßig Videos. Ich habe dort einmal geholt bei Pull & Bear. Einmal dieses T-Shirt. Das ist so cool. Ich finde das schön. Ja. Ich finde, das steht mir auch, ohne eingebildet zu klingen, aber das steht mir. Das ist das T-Shirt. Und was hier auch cool ist, die Ärmel sind, wie sagt man? So ein Trainershirt. Ja, aber halt schon über die Schulter drüber, aber halt nicht ganz so krass. Für 9,99 Euro nur. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir aber so einen Kombo alles klatschen. Yeah. Dann habe ich dort noch einen richtig coolen Rucksack geholt. Der ist so kariert und ich weiß nicht genau, ob man das sehen kann. Der hat so Glitzerfäden und der ist so hellblau und rosa und lila und schwarz und weiß und voll viele Farben drin. Aber der ist so schön. Der ist auch relativ groß. Was soll man denn trinken? Ist groß. Ja. Ich habe mir gedacht. Passt viel rein. Da passt echt viel rein. Auf jeden Fall, mein Rechner passt da rein. Ich habe mir gedacht, für die Arbeit wäre der ganz cool. Und der ist von 29 Euro reduziert auf 19,99. Schnäppchen. Man kann sich die Leute in die Füße kratzen. Das sieht man sogar. Ja. Ach ja, Leute, ich habe mir eine neue Kamera gegönnt, wie ihr es sehen könnt. Das ist die Canon Legria Mini. Ich kann euch mal die Seite, also falls ihr euch auch an dieser Kamera interessiert seid, das beste Kamera der Welt. Könnt ihr mal unten gucken. Ich habe die bei Amazon bestellt. Die beste. Die ist richtig cool. Ja, ich habe die halt über verglichen und dort, wo ich sie gekauft habe, also auch bei Amazon, hat die nur 250 Euro rum gekostet. Ihr müsst ja zugeben, jeder YouTuber hat diese Kamera und ihr müsst auch zugeben, dass es einfach nur geil aussieht. Wir wollen für ihn auch noch eine zusammen sparen. Ja, wir müssen sparen. Ja, aber das kommt noch, damit wir das auch noch auf dem zweiten Channel dann anwenden können. Es sei denn, es will mir jemand anschieben. Hat jemand Lust und Geld, ihm eine Kamera? Nein, tut nicht. Doch klar, tut's. Ich will eine schwarze. Okay, tut's nicht. Tut's doch. Dann war ich bei Bershka. Ach ja, hier, ich habe hier immer so ein Cardigan an. Das ist voll süß, denn hier, könnt ihr das sehen, sind so, das ist so aus, was ist das hier für ein Material? Wie so Gardine. Omas Tischdecke. Voll süß, wie lang, teuer war das? 24,99. Oh, so teuer. Ja. Aber ich finde, das ist voll schön. Oh, Leute, oh, jetzt habt ihr meine Maps gesehen, tut mir leid. Und dann habe ich noch geholt so ein Pulli, der ist richtig cool. Guck mal, mit so Blumenmuster. Und der ist hier, warte, kann man das sehen? Ja. Ja, diesen Stoff, der ist so, wie nennt man diese Art von Stoff? Dieses so geprickelt, ich weiß nicht, wie das heißt. Pickel. Pickelstoff. Nee, das ist so quadratisch pickelig. Fand ich richtig cool und das hier ist halt der Stoff. Und das hat gekostet 17,99. Voll süß. So, und dann waren wir bei H&M. Da würde ich sagen, fang du mal an. Der erste Haul auf der ganzen Welt. Ja. Erst einmal habe ich mir dieses Hemd gekauft. Rot kariert, ja? Rot-schwarz kariert. Wie ich immer. Das habe ich nur gekauft, weil die Sandy so ein ähnliches hat. Ich habe größere Muster als sie. Ja, die hat kleinere Muster. Das hat gekostet 19,99 €. Ja. Wir sind heute auch im Partner-Look rumgelaufen. Genau. Dann habe ich mein neues, das wird glaube ich mein neues Lieblings-T-Shirt. Das ist so geil, das ist echt cool. So, das ist so ein. Das ist mein erster Haul, ich kann das noch gar nicht. Da sind halt so. Hier ist hier so ein Adler drauf und hier so ein. Das ist ein Rabe, das ist kein Adler. Oh, das ist ein Rabe. Das ist ein Rabe. Und da sind halt so ganz viele Ornamente drauf, so Sterne, Kreuze. Ja. Und das steht auch Never, when, dawn,
Dawn Comes. Ah, okay. Und da steht, also das ist richtig cool, oder? Schreibt das mal in die Kommentare, findet ihr das cool oder nicht? Sieht so richtig geil aus. Ja, hier ist auch so ein Kreuz mit einer Schlange drauf und so. Also es ist eigentlich echt ein geiles T-Shirt, was auch jetzt länger geht. Das geht auch jetzt bis zum Arsch. Es geht immer an den Arsch drüber. Es ist so etwas länglich. Ach, ihr kennt doch diese T-Shirts, die sind richtig cool. Guckt auf Instagram, auf meinem Kanal, da habe ich dann noch ein Bild gepostet. Er sagt immer Kanal. Ja, mein Account da. Genau. Und ich habe noch, das hat gekostet 14,99 Euro. Dann habe ich noch eins, auch von H&M. Das ist auch so cool. Steht da drauf 08, dann steht da New York, glaube ich. Ach, New York steht da drauf. Und hier unten ist halt diese, wie nennt man das? So eine Art. Diese Schürze da. Ja, diese Schürze, da Schleppe drumherum. Ja. Das ist richtig. Und halt in diesen Buchstaben, in diesen Zahlen, das ist auch so ein bisschen so. Ist auch die Skyline drin. Von New York. New York. Macht ja auch Sinn, ne, wenn New York draufsteht. Ist nichts mehr auf dem Ärmel, ist halt jetzt noch so zwei Streifen, ne? Und ein Stern. Der Stern passt zu mir, weil ich liebe Sterne. Ich habe selbst welche tätowiert. Am Anus. Wie viel hat das gekostet? Das hat auch 14,99 Euro. Das sagt er ehrlich am Anus. Nein, nicht am Anus. Auf dem Rippe. Ist richtig cool. Wir wollen gleich noch einen YouNow-Livestream machen. Also ich weiß, wenn ihr das jetzt seht, habt ihr jetzt nichts mehr davon. Aber vielleicht werden wir heute, also heute am Upload dieses Videos, vielleicht nochmal einen Stream machen. Wissen wir noch nicht. Denn ich bin jederzeit immer wieder mal auf YouNow. Für all die Menschen, die YouNow noch nicht kennen, das ist halt eine Streaming-Seite. Da könnt ihr halt drauf gehen und dann seht ihr halt, dort könnt ihr halt Fan werden. Also die Links von meinem YouNow-Stream und auch von seinem befinden sich unten in der Infobox. Dann könnt ihr mal schauen. Und da ist es nämlich so, dass wir dann halt live zu sehen sind und wir können halt miteinander chatten. Also ihr könnt dann Fragen stellen oder wir können uns über irgendwelche Themen unterhalten. Das ist halt richtig, richtig cool und das macht so Bock. Da also kann man auch so Fragen so ganz spontan mal so beantworten, wenn irgendjemand was so wissen würde. Ja, das ist eine richtig coole Sache. Also auf jeden Fall vorbeischauen und Fan werden, das ist rein theoretisch wie abonnieren hier auf YouTube. Das ist eine ganz coole Sache. So, zurück zum Hort. Ich war dann noch natürlich mit ihm bei H&M und ich wundere mich gerade, wie die Tüte so voll ist. Wie macht die Preise? Ich habe einmal ein Cardigan gekauft. Das ist so ein Cardigan. Also seht ihr das? Das hat so, so einen ganz coolen Stoff. Das sind so, wie soll man das beschreiben? Da sind so Pickel dran. so weiße. Das sind keine Pickel. So kleine Plüschbällchen. So Plüschbällchen, genau. Das fühlt sich auch so an, ne? Voll cool. Und das ist auch relativ, kann man ja sehen, so ein bisschen durchsichtig. Man könnte da durchgucken. Also so als Cardigan zum drüberziehen. Kostenpunkt 14,99 Euro. Dann habe ich noch, ich glaube, das ist mein neuer Lieblingspulli, ein Pulli geholt. Das ist mehr so eine Art Hoodie, nur ohne Kapuze. Also so richtig, richtig cool, auch ein bisschen größer. Das Problem war, also ich habe ja Größe M in Klamotten und da gab es nur XS. Und S, das wollte ich jetzt gar nicht anprobieren, weil ich das Problem habe, wenn ich irgendwas kaufe, dass es obenrum leider nicht passt. Untenrum schon, aber obenrum, ich weiß nicht, irgendwie hat der Gott mir zu viel davon gegeben. Finde ich auch nicht so verkehrt. Und also der Pulli ist richtig cool. Ich hatte es heute auch an mit der schwarzen Leggings und dann einfach so ein Hoodie, Chiller-Hoodie. Und hier steht dann Brooklyn. Für 9,99 Euro. Und das Geile. Kann ich ja den Bett legen. Nee, ne? Bei den nächsten kannst du es wieder sagen. Das will ich nicht mehr. Und das Geile ist, es ist nicht so ein dicker Pulli. Ihr kennt ja die meisten Hoodies, haben ja so einen richtig dicken Stoff und der ist ja von innen so gefüttert. Der ist ganz dünn, ganz, ganz dünner Hoodie. Wahnsinn. Wahnsinn. Der ist richtig cool, ja. Oder? Da freue ich mich total drauf. Tada, Schlucker. Und dann hätten wir hier einmal einen Rock. Der ist auch aus dem H&M. Und da sind so Bordeaux. Rosen. Bordeaux-rosa Rosen drauf. Das ist voll, voll schön. Und der hat hinten hier so einen silbernen Reißverschluss. Also das ist ja hier hinten. Wie viel hat der gekostet? Sag es mir. Sag es uns. Soll ich es dir aufpassen und du sagst es denen oder sag ich ja? 14,99 Euro. Ja. Und ich dachte mir, den kann man... Ja. Das war's? Das war's. Wenn ihr Geilen da draußen auf jeden Fall mehr Videos von uns sehen wollt, schaut auf jeden Fall auf unserem zweiten Kanal, Sandy Dynamite. Alles Dynamite's Live vorbei, ihr seid gerade auf Sandy Dynamite. Ach Mann! Ja. Kriegst du das mal auf die Reihe? Kein Problem, ihr seid gerade auf Dynamite's. Du mit deinem Schlüpper. Ich bin auch gerade Dynamite's.
Schlipperschuh. Guck mal, der hat so Schlipperschuh. Das sind Tempelflitze. Mokassin-Tempelflitze. Schreibt mal unten in die Kommentare, seid ihr zu Hause mehr der Sockenträger oder wirklich der Hausschuhträger? Das also ich war früher voll der Sockenträger. Ich bin eigentlich immer noch Sockenträger. Nee, ich liebe Hausschuhe jetzt. Schreibt es mal unten in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Hausschuhe machen ihr das Rennen. Falls ihr noch mehr Hauls oder Videos von uns gemeinsam hier auf diesem Channel sehen wollt, gebt diesen wieder einen Daumen nach oben. Kommt auf den zweiten Kanal, Sandy Dynamites Live. Schaut dort vorbei. Es ist spät, machst du das? Ihr könnt ebenso auf YouNow vorbeischauen. Die Links findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Also egal, was ist, schaut unten in der Infobox. Hier auf der Seite findet ihr unser letztes gemeinsames Video. Diese Eier-Challenge? Genau, diese Eier-Challenge. Das ist eine richtig, richtig geile Challenge. Die findet ihr hier. Und den Link findet ihr dazu auch nochmal unten in der Infobox für all die Leute, die vom Handy, vom Tablet oder von sonst aus wo zugucken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Am Donnerstag. Bis dann. Tschüss.